Drücken. Ja, fortfahren. Aufzeichnung. Sind wir Was schon? ist? Sind wir auf Sendung? 1, 2, Test, Test, Test. So, jetzt Okay. begrüße ich aber erstmal nicht nur die, die ich gleich hier sitzen habe, sondern euch alle ganz herzlich. Das ist heute mein allererstes Interview und ich freue mich sehr, dass ich die Raffaela Meffert als meine allererste Interviewpartnerin habe. Ich grüße dich sehr Ja. herzlich. Hallo, Tanja. Ja, wir haben schon ganz kurz gerade geredet, ob sie aus Österreich kommt, aber sie kommt aus. Rosenheim. Genau. Ich bin sozusagen Grenzgänger, Genau. Wahrscheinlich in mehreren Bereichen Grenzgänger. ja, Also mit in mehreren Umwelt, Bereichen. Lebens. Ja. Ja. Hast Jetzt du habe ich gerade dich für eine das Letzte nicht technische? verstanden. Hörst du mich jetzt? 1, 2, Ja, 3. ich höre dich jetzt. Ja, wunderbar. Gut. Du, dann fangen wir doch mal an. Erzähl mir doch mal, wie du jetzt zur Neurografik gekommen bist. Das war im Nachgang an eine schamanische Sitzung. Ja, da ist mir empfohlen worden, ich soll endlich mal wieder was Kreatives machen, weil ich bin ja eigentlich Innenarchitekt und übe aber nur noch den technischen Teil der Innenarchitektur aus, also Bauphysik und dergleichen. Und mir fehlt das Künstlerische. Und das ist dabei eben auch zum Vorschein gekommen. Da hat die eine gesagt, du, ich habe eine Freundin in der Schweiz, die macht Neuro irgendwas. Und dann haben sich die an ihren Computer gesetzt, wie war denn das und wo ist denn die? Und dann sind wir auf Neurografik gekommen. Ich habe gesagt, ja, okay, gesagt, ja, schaut nicht schlecht aus. Haben sie mir so ein paar Bilder gezeigt, was sich da eben so gefunden hat. Und gesagt, ja, schaue ich mir an. Und dann habe ich mich also doch auf einiges gestürzt, was ja sowieso kostenlos im Internet verfügbar ist. Und das ist ja sehr umfassend. Also das ist ja Wahnsinn, was da alles möglich ist. Und dann habe ich da eben, ich habe ja genug Equipment gehabt, erstmal den Tisch freigemacht und dann ist losgegangen mit dem Zeichnen. Und dann, ja, da habe ich mich da total festgefressen. Und vor allem habe ich dann auch sehr schnell erkannt, weil es ist ja der Zusammenhang zwischen Neurografik und Quantenphysik. Quantenphysik, das habe ich schon gewusst. Schick's ans Universum und es kommt. Ziemlich schnell. Und deswegen habe ich gedacht, okay, auf meine Gedanken kann ich meistens nicht so aufpassen, aber beim Zeichnen, das ist ganz gut. So. Und dann habe ich das eben, habe ich mir eben auch sowas rausgesucht, dann so ein bisschen getestet, ob das auch funktioniert mit Universum, ich bräuchte. Und das hat funktioniert. Ich war, okay, das mache ich jetzt öfter. Ja, und dann habe ich eben alle möglichen Methoden schon mal so angeschaut und dann eben auch den Basiskurs gemacht, damit man doch also die Methodik, erstmal also die Grundlagen hat. Und da werden einem ja sehr viele unterschiedliche Methoden beigebracht, wie man an eine Sache rangehen kann. Also zum einen ein Problem oder ein Wunsch oder irgendwas, was erst wirklich ins Entstehen kommen soll. Und das war natürlich sehr hilfreich. Wow, das hat ganz schön Power, was du so erzählst. Ja, ich muss jetzt mal wieder Pause machen. Nein, alles gut, alles gut. Ich lausche gebannt und freudig. Gut. Die nächste Frage wäre jetzt schon ein bisschen vermischt. Was willst du denn mit der Neurografik erreichen? Du hast jetzt die Quantenphysik erzählt und. Ja, also ich sag mal, jeder hat so seine Macken und unbewältigten Dinge oder irgendwas liegen, was er meint, oh, geht mir alles nichts mehr an, ist längst vorbei. Und das kommt dann gelegentlich so hoch und dann sagst du, okay, da ist es wieder, ich möchte es aber gern loswerden. Und dann, ja, dann kann man sich mal einen ruhigen Abend nehmen, Stapel Papier, Stifte und dann geht's mal los. Und also ich muss sagen, immer wenn ich das gemacht habe, also sind erstaunlichsten Dinge dabei rausgekommen. Und ich habe auch schon mehrfach wirklich, ich sage mal, drohendes Unheil abgewendet, bilde ich mir ein. Ich sage, das hat funktioniert. Wow, ja. Aber wenn ich gemerkt habe, geschäftlich, es könnte schiefgehen. Also wenn der schlecht aufgelegt ist oder die Dinge nicht ganz so positiv sieht, wie sie vielleicht sein könnten,
dann kriege ich richtig Ärger. Wow. Brauche ich nicht. Okay. Und da habe ich zum Teil wirklich bloß diese Blitz-Variante gemacht mit so einem kleinen Zettel und habe das da zerfetzt, das Teil, und abgerundet wie wild. Und okay, am nächsten Tag kein Problem, nix, alles gut. Was hätte schief gehen können? Keine Ahnung. Es war wirklich, Moment, ich löse mich hier gerade ein bisschen auf mit meiner Frisur. Es war dann wirklich so, dass sich ein Fall, mit dem ich schon ein halbes Jahr zu tun hatte, alles gut war. Am nächsten Tag habe ich die E-Mail bekommen, sie sind einverstanden, es ist alles in Ordnung und alles gut. Und ich bin da gesessen, Gott sei es gelobt. Das ist schon das, echt faszinierend. Ja, das wirklich. Wirklich. Und das war für mich dann so ein Aufatmen. Ich habe ein Werkzeug, mit dem ich Unheil abwenden kann. Stark. Also ich sage es so. Also wenn ich merke, das könnte schief gehen oder es darf jetzt nichts schief gehen, dann habe ich, das ist dieses da, das fand ich so gut. Man sieht es hier, das sind lauter Glücksklees, Glückskleeblätter. Ja? Das hat mir eine Dame, hat das im Video gehabt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Frau heißt, ich weiß nicht, ob ich es nochmal rausfinden kann. Mhm. Und da kann man jedes Glücksklee-Blatt was reinschreiben, was in Erfüllung gehen soll. Mhm. Und das wird dann oben mit Universum, verstorbenen Verwandten und Familie, persönlichem Schutzengel und verstorbenen Freunden und Bekannten, die hilfreich sein könnten, verbunden. Und das tut richtig gut. Ja, schön. Und das hatte ich jetzt eh für heute vorbereitend schon gemacht. Also es war wieder so ein Fall heute unterwegs. Und da hat sich auch tatsächlich was angebahnt gehabt, was nicht so gut ist. Aber ich denke, es nimmt eine bessere Wendung, als es vorher hätte sein können. Wow, stark. Also für dich ist Und da bin ich jetzt recht ja. froh drum. Und deswegen, ich zeige es nochmal. Oh, ja, das ist wichtig. Also für dich ist die Neurografik wirklich auch was ganz, wie ich das jetzt höre, was ganz Tiefgehendes und auch einfach wirklich auch ein Löser sozusagen. Gell? Also, ja, also es kann sein, dass es Einbildung ist, aber ich meine, sobald es wirkt, ist die Sache okay. Es ist mit dem Placebo dasselbe. Wenn es wirkt, wirkt es aus, fertig. Aber es ist, ich meine, die Quantenphysik sagt ja auch dasselbe. Ja? Das ist ja, oder die Bibel, das heißt Gedanken, Worte, Werke. Ja. Das ist immer diese Trinität. Gedanken, Worte, Werke. Und hier ist Werke, du musst es zu Blatt bringen. Genau. Und eben auf bestimmte Arten und Weise. Mit einer gewissen Methodik natürlich. Ja. Mit einer gewissen Methodik. Das ist schon wirklich toll. Also die nächste Frage wäre jetzt, ich mache jetzt eine weiter schon. Und ich, wenn ich dich so höre, eigentlich hast du schon fast beantwortet, wie du das neurografische Zeichnen erlebst. Aber auch so im Sinne, wie geht es dir dabei, währenddessen du das machst, währenddessen du jetzt sagst, es kann dir schief gehen oder was weiß ich. Mhm. Und das ist einfach eine unheimliche Beruhigung. Ich habe eine Möglichkeit und ich kann es abwenden. Mhm. Ja? Und ich mache das jetzt und dann nehme ich mir auch die Zeit dazu, mache Handy aus, alles aus, ich bin jetzt nicht da. Und dann bastel ich meine Zukunft. Mhm. Punkt. Und es ist manchmal viel schwieriger herauszufinden, was das sein soll, weil das Universum arbeitet recht flott. Da muss man sich schon überlegen, was man sich wünscht. Und, Aber es ist, ich bin ja noch nicht so lange dabei, also kurze Zeit eigentlich und brauche natürlich auch dann noch viel mehr Wissen. Aber wenn man das anwendet, was man sich so raussuchen kann, es ist schon sehr viel. Aber es ist toll. Also was du beschreibst und was du erlebst und wie du das siehst, finde ich, hat unglaublich viel Kraft. Und es ist wirklich so, es ist auch wenn man nur so spaßeshalber vor sich hinmalt, ja, dieses Abrunden, das tut so gut. Genau. Also vor allem, wenn man weiß, man nimmt allem die Spitze. Ja? Genau. Es kann doch so böse sein, ich male ihm die Kurve und dann kann er nichts mehr machen. Also hast du auch das Gefühl, es harmonisiert dich und aber natürlich, auch natürlich, unbedingt. Ja, so höre, und es geht darum, auch zu schauen, habe ich alles? Bin ich oberflächlich, in welcher Ecke mache ich wieder nicht? Oder ja, also es ist schon, oder eben dann in der großen Struktur etwas Neues zu sehen. Mhm. Ja? Ich weiß, was ich vorher gemacht habe, mache ich auch immer die Fotos zwischendrin. Mhm. Wie sich die Dinge dann verändern. Ja. Ja?
Das ist ja so der Blick auf ein Problem. Ich gehe jetzt mal vom Problem aus. Man hat für gewöhnliche spezielle Art und Weise, wie man die Dinge betrachtet oder ein spezielles Problem, das man schon länger hat. Ja? Und dann durchs Zeichnerische kann man es eben auflösen. Man kann neue Formen finden. Sagt man, hoppala, schaut ja ganz anders aus. Und jetzt habe ich plötzlich einen Pfau auf dem Bild. Ey, der schaut aber gut aus. Ja. Ja. Und, merkst, dann wird das alles sympathischer. Du merkst dann auch, dass dann neue Gedanken, neue Ideen, natürlich, neue Gefühle kommen, neue Wege sich aufzeichnen. Ne? Ganz genau. Und ich achte dann sehr darauf, dass dieses Glückskleeblatt auf jeden Fall irgendwie da noch an die Ecke kommt und mit dem da auch noch Hilfe anzapfen kann. Ja? Also es muss schon alles eben so sein, die ganzen neuronalen Verbindungen. Und angeblich gibt es ja auch neue Verbindungen im Gehirn, neue Synapsenschaltungen. Und da lasse ich nichts unversucht. Sehr schön. Sag mal, Raffaela, welche Kurse hast du jetzt bisher besucht? Du hast ja gesagt, du hast dir etliches Kostenloses angeschaut. Ja. Du hast ja auch Kurse besucht. Basiskurs habe ich gemacht bis jetzt. Basiskurs. Ja. Alles andere weiß ich jetzt noch nicht, wie ich da weitermache, wie ich das auch zeitlich unterbringe und mit welcher Richtung, weil, also ob ich Trainer mache, das kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen. Mhm. Aber ich sage mal, einfach für den Hausgebrauch. Ja, vielleicht den Spezialistenkurs. Der ist auf jeden Fall noch drin. Mhm. Und dann kann man ja auch so einzelne Kurse immer belegen, was von der Thematik gerade interessant ist. Mhm. Und am Ende wird man den Trainer dann auch beieinander haben. Und ja, das ist, ich denke, was einem gerade das Leben so über den Weg schickt, dass man sich dann ein entsprechendes Werkzeug holt. Mhm. Ja, toll. Was gefällt dir, also, ich meine, wie gesagt, du hast schon einiges gesagt, aber wenn ich es jetzt nochmal fokussiert betrachte, was gefällt dir am besten an der Neurografik, wenn du das in einem Satz formulieren müsstest? Eine runde, bunte Sache. Mhm. Auch das vielleicht, dass du auch aktiv was tun kannst selber, oder? Ich habe früher sehr viel gemalt, aber ich nehme nicht die Zeit dazu. Mhm. Weil ich sage, wozu? So toll wird das Bild nicht, dass ich es mir an die Wand hänge. Warum soll ich es überhaupt machen? Mhm. Aber das hier hat einen wirklich übergeordneten Zweck. Mhm. Und da setze ich mich dann gern hin und hole meine Malstifte raus, die ich noch habe, und es sind sehr viele. Und die kommen dann alle wieder zum Einsatz. Und ja, es schärft ja auch den Blick für die Formen. Ja, das ist so wie beim Puzzlespielen. Man lernt den Blick für Formen. Das ist die Negativform, wo ist die Positivform? Wo passt es da rein? Ja? Und wie kann man da was Neues sehen? Mhm. Und das finde ich eben so spannend, dass man da versucht, den Blickwinkel zu ändern. Was kann das sein? Und da arbeitet man sich ja mit der Farbe vor, dass man neue Felder verbindet. Ja? Und plötzlich ist das neue bunte Feld ja ganz anders wie die zwei einzelnen vorher. Mhm. Das ist schon wahnsinnig spannend. Ja, ja. Ja. Und es ist eben auch dieses vielschichtige Denken, weil je nachdem, welche Schicht ich mir anschaue, kriege ich ein anderes Motiv in derselben Zeichnung. Mhm. Ja. Schaue ich jetzt nur die gelbe Farbe an, das ist das Kleeblatt, schaue ich es aber in der zweiten Ebene an und der dritten, wo sich andere zwei Farben mit anderen Feldern verbinden, ist es das Herz. Ja. Ja. Aber es ist alles beinhaltet, je nachdem, in welcher Schicht man ist. Bewusstseinsschichten, Ebenen, ja, genau. Je nachdem, wie man es betrachtet. Und das, denke ich, ist schon sehr spannend. Es geht schon sehr tief, gell? Das ist ja, unbedingt, unbedingt. Nicht besonders. Also du hast ja schon viel erzählt, auch was die Neurografik bei dir bewirkt hat, genau, und du hast ja auch schon jetzt erzählt, dass du eben wirklich schwierige Situationen oder eben so ein schlechtes Gefühl davor hattest, dass das wirklich positiv sich gewandelt hat. Das ist natürlich wirklich phänomenal. Mhm. Ja. Echt schön. Mhm. Also das war schon sehr beruhigend, dass man da möglicherweise so etwas an der Hand hat, was da hilfreich sein kann. Weil so läufst du mit Panik durch die Gegend und findest überhaupt keine Lösung. Ja? Genau. Und so bist du zumindest ruhiger. Ja, also wenn jetzt, was weiß ich, fremde Leute oder Freunde zu dir hinkommen würden, warum würdest du jetzt die Neurografik empfehlen? Es ist ein Werkzeug,
mit der Wirklichkeit umzugehen und die Zukunft zu gestalten. Mhm. Ja. Und das noch auf schöne, kreative Weise. Ich meine, wer kann behaupten, er könnte seine Zukunft gestalten? Bitte? Also richtig. Ich sag mal, wer kann schon sagen, dass er seine Zukunft zielgerichtet gestalten kann? Auf den Punkt genau. Mhm. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, wenn man sich da wirklich damit beschäftigt, der sagt, ich will genau dieses haben und genau dieses, ja, und das ganz konkret eingrenzt, ich bin sicher, es geht. Mhm. Also du hast ja schon viel sicher, es geht. In dieser Hinsicht. Jetzt. Ja, deswegen sage ich, man muss vorsichtig sein, was man sich wünscht. Das muss man sich vorher gut überlegen, man kriegt es. Nicht, dass man doch noch die 500 Millionen bekommt. Was? Ja, genau. Und dann, Mensch, Raffaela, ganz toll. Also du reißt mich mit, richtig mit. Das finde ich ganz, ja, ganz schön. Ja. Du hattest noch ein Bild, hast du erst kurz gezeigt. Wenn du es noch zeigen magst, irgendwie von der Konferenz. Wo es ist ja noch nicht fertig von der Konferenz. Ja, also soweit bin ich nicht, weil es ist ja doch Arbeit. Und es soll ja, wie gesagt, es soll ja Sinn und Zweck haben. Es soll ja nicht nur einfach nur schnell bunt gemacht werden, sondern ja, es hat ja sein Thema. Da hat mir das Blatt nicht gereicht, das kommt in der Neurografik vor. Da muss man anbauen. Also man sieht es hier ein bisschen. Ja, ich habe hier anlegen müssen, oben und unten. Und meine Spirale hat sich sogar in drei Stränge aufgespalten. Also da ist ein Sog da, also heftig. Also ich muss es fertig machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Und wenn es fertig ist, muss es unbedingt in der Facebook-Gruppe posten. Ja, ja, ja. Ich muss das da im Replay mal anschauen, für welches Thema das war, weil das könnte echt heftig werden. Okay. Spannend, spannend. Gut, liebe Raffaela, wir sind schon durch mit den Fragen. Also vielen herzlichen Dank. Das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend, was du erzählt hast und auch sehr animierend, finde ich. Und also ich kann es nur empfehlen. Ja, schön. Dann würde ich doch mal sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stift gespitzt und los geht's. Ja, genau, Stift gespitzt und los geht's. Also dann sage ich vielen herzlichen Dank. Gerne. Wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Abend. Danke.